Sau, Leute. Da sind wir beim nächsten Video. Und ich habe den nochmal dabei. Guten Tag. Und wir gucken uns heute an Orzo Flicker gegen 4Color Boot Control. Legacy 2022. Ich möchte bitte auf diese Wix-Manschette eingehen. Ja. Ach ja, ja. Boot Control gegen Orzo Flicker. Ja, ja. Das war. Der eine haut dich mit dem Hamster, der andere mit lauter Elementals? Inkarnation? Oder sind das Inkarnation? Nee, sind Elementals. Ja. Ja, da war Ponder. Ponder Go. Die Sonne richtig rad reingeknallt. Das war, glaube ich, das hellste Spiel. Ach. Ja. Aber man sieht direkt, wenn eine Wolke kommt. Das ist auch schon mal gut. Full Text Basic Ebene ist nicht so das, was man haben möchte eigentlich. Hm. Aber es ist auf jeden Fall machbar. Da kommt zweites Duel. Go. Das sah aus wie Tundra. Das ist eine Tundra und eine Tropical. Da ist ein Swamp, go. Weiß, schwarz, okay. Jetzt hat man zumindest schon mal beide Handfarben, habe ich jetzt was gesagt. Ja, man hat minimals blaues Splash drin. Muss man ja zugeben, ich nenne es mal liebevoll Orts of Flicker, beziehungsweise schwarz-weiß Flicker. Es hat minimal ein blaues Splash drin. Boah, wofür? Baleful Strix. Ja. Und ein Maldrifter. Draw 2. Richtig, Draw 2 mit Ephemerate, Draw 4. Kann man machen. Into Draw 2. Weiß 4Color, wogegen er spielt. Ich glaube nicht. Weil hier werden gerade Removal beiseite gelegt. Aber der wird wahrscheinlich auch nicht gefetcht einfach. Da ist ein Solitude. Solitude ist natürlich auch eine richtig gute Karte gegen Control. Nicht. Da kommt Maldrifter. Das ist ein Additional Cast, ne? Das ist ein Cast, ja. Ja. Und beim ETB zieht er 2 Karten. Ist halt auch ganz cool, wenn man den Ephemeraten kann oder mit Broadback zurückbringen kann für mehr Card Draws. Das ist schon ziemlich mächtig. Das ist schon ordentlich. Ja, vor allem muss Orts of Flicker da gerade schon was wegschmeißen. Ja. Das Lustige ist, man kann halt den Draw-Trigger über den Sacrifice-Trigger so stacken, dass man erst zieht und dann sacrificen müsste. Mhm. Was dafür sorgt, dass man Ephemerate einfach ziehen kann. Ja, stimmt. Deswegen, selbst in the Dark kann man es halt einfach mal probieren. Manchmal klappt es halt. Da ist ein Uro. Eine Reaktion darauf gefetcht. Eine Reaktion darauf fetchen? Ja, ich vermute mal, da ist bewusst, was oben drauf ist. Da oben war, glaube ich, noch ein Land. Oder das Swords. Nee, Removal, aber ja gut, Swords hätte man ja fast noch nehmen können. Ja, aber wenn man einfach eins ist auf der Hand. Man will halt wirklich ein Land haben. Und ich glaube, auf der Hand war auch noch ein Ending. Oh ja, Ending ist natürlich auch richtig gut. Caracas gesehen, das Caracas macht natürlich auch gar nichts. Ending auch nicht so viel. Boah. Ich meine, Ending ist mit 4Color schon ziemlich gut, damit kann man so einen Grief, der hart gecastet wurde. Ja. Oder Ephemerated wurde. Joe, da ist ein Land gezogen, stimmt, Land. Das sind schon eine Menge Länder für Runde 4. Heilige. Jo, nächste Runde. Fetch. Auf den Fetch reagiert. Ja. Die Frage ist, war das jetzt gerade. Hat er noch eine Library? Kotl? Kotl mit. Ja, nee, nicht. Stimmt, der hat keine Basics drin. Er spielt das keine Kotl. Das macht keinen Sinn. Also, du willst einen 1-1er, ja, okay, von 1-1er, der eine Karte zieht und fliegen kann. Ja. Wenn du zwei andere hast. Ja, genau. Nee, hat der? Nur, nee, zweimal, da kommt noch was. Life from the Loam. Ach du Heiliger. Du hast auch eben noch über Länder geredet, ne? Jo, das sind eine Menge Länder. Da sind sie. Kannst aber du gleich Dredge kann man jetzt auch den Uro. Ich finde das dann mit Dredge den Uro. Das ist ziemlich gut. Ach, wie das, was für ein Hurenbock, ey. Ja. Bevostrix. Ne Kreuzchen. Ja, okay, die kriegst du halt auch weg, ne? Eine Karte. Ja. Hast noch ein Solitude. Boah, da sitzt du jetzt auch schon auf so vielen Ländern. Ja gut, aber man kann jetzt auch langsam anfangen, die Elemente einfach zu hardcasten. Ja, das stimmt auch. Ne? So, ne? Oh, war noch ein Uro noch weg. Ein Uro. Ha. Das hörst du so einen Heiligenschein. Ja. Der Moment, wo die Sonne rauskommt. Nächstes Mal muss ich mal gucken, dass ich den Tisch wieder anders platziere. Ja. Aber sonst hatten wir das Problem auch nie. Das ist aber auch keine Chance. Das ist doch eine Chance. Nein, ne. Nee, da ist keine Schlüssel sehen. Ich weiß auch nicht, warum es an dem Tag so unendlich schlimm war. Ja. Vielleicht habe ich auch einfach nur was an meinen Einstellungen von meiner Kamera vergeigt.
Möglich. Aber so, sieht eher nach hell aus. All the duels you can get. Ja, 6 Duels am Feld, das ist halt schon... Ist schon ordentlich. Man hätte auch vor Color Boom Money Pile sparen können. Wie war das nochmal bei meinem Deck-Tag? Und hier sehen Sie Ihren Opel-Corsa. Ja. Da ist wahrscheinlich auch schon einer. Da kommt Uro. Jo, der frisst wahrscheinlich gleich, wird wahrscheinlich gleich vom Solitude gefressen. Ja, deswegen nimmt man hier alles bis auf... Alles bis auf den anderen Uro aus dem Friedhof. Jo. Da ist die Frage, ja, man muss ja damit rechnen, ob man gegen Baleful Strix stirbt oder so. Ja, Länder hast du. Hat ein Landdropwood, glaube ich, auch gemacht. Ja. Draw, das ist eine Ephemerate. Ephemerate war eine. Das nicht schlecht. Da kommt auch noch ein Grief. Ja, Hardcast Grief. Ephemerate war für einen Mana. Oh, der hätte man vorher fetchen sollen. Ah, sonst kann er auf den. Auf den Dings warden. Das hätte jetzt das Miese. Also. Ich meine, es ist ein Hardcast, das ist okay. Mhm. Da geht ein Force, ein Sword. Noch ein Sword. Ein Shark Typhoon. Ja, okay, der ist aber relativ egal. Ja, man castet ihn ja nie. Ich wollte gerade sagen, ja, okay, bei dem Mana kannst du schon überlegen, den einfach hinzuschmeißen. Ja, aber da macht er halt wirklich, wirklich wenig im Vergleich zu dem einen großen Shark, der halt da. Hat der ein, hat ist ein Cable auf der Hand? Ich weiß es nicht. Ich meine, der Orts of Flicker wird ja Cable spielen, ne? Mhm. Solitude. Pitch Solitude. Und dann 29. Bing! Falls. Bam! Ephemerate Gold. Blinkt eine Kreatur, ne? Blinkt eine Kreatur und hat dann Rebound. Das heißt, der geht ins Exile und wird zum nächsten Versorgungsmens wieder gecastet. Das wäre jetzt auch gar nicht so schlecht mit dem Grief. Naja, mit dem Grief ist es schon ziemlich. Wow. Hab's noch gesagt. Wow. Einmal Shark. Das kann echt eklig werden, ne? Man kann jetzt witzige Dinge tun. Das ist halt jetzt auch irgendwie so ein bisschen problematisch, weil ich habe auch eigentlich nur einen Shark-Token. Wenn ich das irgendwann mal mache, muss ich mir irgendwie Tokens ausmachen. Weil die brauchst du dann. Ja. Black Engineer. Ja. Shark. Black Engineer auf Shark. Einfach nur, weil man kann es halt richtig geil. I do like. Ist Ephemerate eine Instant? Ja. Das heißt, man könnte Target jetzt sogar wegflickern. Ja. Nice. Ich glaube, das wird jetzt auch getan. Ja, wenn man halt nicht weiß, ne? Ist die Frage, was hier jetzt erstmal geswordet wird. Weil wenn hier jetzt der Black Engineer geswordet wird, dann flickert man, glaube ich, trotzdem den Grief, um das zweite Swords rauszunehmen. Man safe. Könnte aber auch den Black Engineer safen, tatsächlich einfach. Und dann sagen, mach mal. Das wird auf den Black Engineer. Ja, das ist interessant. Ja, da kommt halt der Dings und der stirbt. Der ist gekommen, um zu sterben. Das ist auf jeden Fall ein Ephemerate. Okay, man nimmt den Grief. Bin mir nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung war. Du nimmst safe eigentlich das Ward. Ja. Ja, wobei da ist das Ending halt auch den Grief antwortet. Und dann sitzt man da mit nur Baleful Strix, die man dann flickert. Ist auch nicht so geil. Ich glaube, Black Engineer wäre wirklich besser gewesen. Boah. Aber weil es den Gegner trotzdem dazu gebracht hätte haben müssen, dass er Sword spielen muss. Ja, auf den Grief. Also im Endeffekt hätte der Grief dann dasselbe gemacht. Ja. Nur der Gegner hätte Mana dafür benutzen müssen. Und die Sharks wären immer noch... Und die Sharks wären immer noch nicht existent. Genau. Weil jetzt kriegt er einen 4-4er. Na, 3-3. 3-3? Grief kostet nur 3? Nee, Grief kostet 4. Oh. Oh Gott, schon so. Dann kommt da ein V4er. Das ist stark. 4-4 Shark ist schon mal gut. Alle Sharknado-Fans, ne? Und noch ein Ponder für einen 1er Shark. 3? Was kommt denn jetzt? Narset. Ja, okay, das macht natürlich auch die Ephemerate auf die Baleful Strix ziemlich mies. Ein bisschen, ja. Dementsprechend
Das sieht irgendwie aus, als wäre da gerade im. Interessanterweise, weil normalerweise sagt man immer, man spielt den Sharknado nicht, weil der Haifun halt auf dem Feld halt nicht viel tut. Nee. Im Vergleich zu dem Shark, der halt jetzt einfach hätte auch einen 5-5er sein können. Ja, aber halt auch nur einer, so hast du halt jetzt schon 4-4er und 3-3er raus. Genau, das dauert halt zu lange im Vergleich. Im Vergleich, aber ich glaube mit dem vielen Mana. Und vor allem in dieser Situation, wo du dich halt immer noch zum Beispiel, selbst wenn das jetzt beantwortet würde, das Feld, inklusive Haifun, ist immer noch ein Urum im Friedhof. Stimmt. Weil er alles bis auf ein Uro gefressen hat. Auch wenn der zweite gesolidiert wurde, der erste ist immer noch im Friedhof. Dementsprechend ist es halt wirklich ein tougher Call. Da ist nochmal eine Fimerate, bringt es halt nicht so viel. Ja, kannst du es halt den 4-4er-Schar wegknacken? Flickert nur bei dir. Hä? Achso, du meinst Block? Strix, ja. Mit der Belfort Strix. Ja. Du hast halt jetzt so ein 1-1er-Geier, ne? Ja. Aber macht halt nicht so viel. 1, 2, 3, 4. Da ist ein Force of Negation. Ja, das Force of Negation, das ist das meiner Meinung nach ziemlich irm, gerade weil du halt hier wirklich keine Verzauberungsmogel drin hast. Boah. Das ist echt hart. Ja, wenn so ein Haifun mal ins Rollen kommt, dann macht man halt da nicht so viel Geld. Ja, das ist aber echt interessant, weil du sitzt denn sonst halt nie gecastet und die Szenen, wo wir den mal gecastet gesehen haben, gerade in den Streams, war der halt meistens schlecht. Genau. Aber genau in so einer Situation ist er halt mal ausnahmsweise gut. Der hat halt 7 Mana da liegen, ne? Ja, genau, daran liegt es, glaube ich, viel. Also oftmals ist es ja so, du castest den, machst in der Runde gar nichts, gehst dann weiter. Hier war es so, er hat halt immer noch ein Removal gehabt und hat in der nächsten Runde halt dann einfach den 4-4er casten können. Jo. Vielleicht ist jetzt auch durch Modern Horizons 2 halt der Haifun auch anders zu spielen. Alleine durch so Sachen wie Ending. Das stimmt. Uff, 2-2 Shark, hast du zu viele Sharks. Ne, Kaschor, mehr Länder. Das rum. Das ist um. Sideboard, Book Control. Greyfade. Ja, könnte man reinnehmen, ein bisschen Greyfade. Du könntest theoretisch halt sowas wie Surgical reinnehmen, um sowas wie Solitude komplett rauszukriegen. Ja, Life and Loam kann raus. Orts of Flicker kann. Force of Negation kann raus. Orts of Flicker kann tatsächlich einiges mit reinnehmen. Es sind halt im Sideboard sind keine Kreaturen. Sind halt dann eher so Forzis. Ja, die gut. Ganz okay sind. Man hat Flusterstorms. Ja. Die ganz okay sind. Man kann Karkas oder Surgical reinnehmen. Gegen die Uros. Ja, Surgical. Auch okay. Also es gibt eine Menge, was man machen könnte. Die Frage ist, was hat man gemacht? Also es sind auch tatsächlich Endings auch drin. Mhm. Aber Endings kannst du, glaube ich, nichts enden. Nö. Und dementsprechend. Aber das ist auf jeden Fall interessant. Nazis. Ja. Endurance. Boah. Library. Brainstorm. Ich würde den Brainstorm nehmen. Na, Endurance ist schon gut. Endurance? Tatsächlich? Ja, ich habe ein Broadback. Oh mein Gott. Ja, ich erinnere mich. Oh mein Gott, das tut gleich so weh. Das tut so weh. Es tut einfach so unendlich weh. Ja. Dann das. Man kann jetzt ein Grief spielen. Oh, warte, aber. Das ist voll okay, man braucht keine Fimerate. Weil. Lady geht jetzt Brainstorm. Und findet noch 2 Länder. Heißt, er kann jetzt so halt alle Karten, die er braucht, weglegen. Gerade die Library. Library und Narset, ja. Die sind ziemlich gut darin, Karten zu finden. Dann lässt du den Uro auf der Hand, den willst du eben Friedhof haben. Genau, mit der Uro Discarded, das tut nicht weh. Und jetzt, es tut so weh, aber man muss es halt einfach machen, weil es Kreaturen sind. Jetzt kann man den zweiten Grief spielen. Also es ist tatsächlich ein godlike Start, es sei denn, jeder hat so viele Länder auf der Hand. Man hat mit Thoughtseize gestartet, kann Grief nachschieben, kann einen zweiten Grief nachschieben.
Ja. Und kann dann Broadbacken. Ja. Broadback bringt zwei Permanente, die vom Feld auf den Friedhof gekommen sind, aus dem Friedhof getappt ins Spiel. Sind halt dann zwei Griefs. Das heißt, man hat in der ersten Runde 2-3-3er beschworen. Ja, schon gut. Das ist schon ganz gut bei Mendes. Aber es wäre viel besser gewesen, wenn man dem Gegner insgesamt 4 Karten hätte Raum nehmen können. Brainstorm nehmen in der ersten Runde. Wären dann trotzdem nur die Library und der Uro gewesen. Der Uro war ja gar nicht so auf der Hand in dem Moment. Der Uro war der Draw danach mit dem Brainstorm. Der erste. Ja, ja, aber in der Runde, wo der Grief gezockt wurde, war er der Brainstorm. Hat er den Uro ja nur durch den Brainstorm auf der Hand. Da war er ein Land gezogen. Das war genau das Problem. Es waren nicht mehr Länder. Ich habe es nachher nochmal durchgeguckt. Es waren leider nicht mehr Länder oder weniger Länder. Du hättest halt die Library vom Arsch gehabt. Ja, aber du hättest auch einfach Grief nicht nutzen können. Ja, wegen Endurance. Ja. Balten. Man hätte mit dem ersten Discard es so stacken können, dass man erst discardet, dann geopfert wird. Ja, dann hättest du das Endurance genommen. Das wäre gegangen, dann hätte man Endurance nehmen können. Den zweiten, okay, du kriegst dann halt nicht die vollen 4 Handkarten daraus. Richtig. Die hättest du bei der Hand eh nicht bekommen. Richtig, deswegen. Auf der anderen Seite hat man halt immer noch eine schöne Clock. Jo. Sind jetzt 6 Schaden auf dem Board. Und, kriegen die Eile? Nö. Aber der Turnit war schon rum. Achso. Das war Play Library, go. Ja. Und dann hat man halt zugehauen, wenn man sonst nichts gezogen hat. Da ist ein Mystic Sentry, ein Force und ein Blast. Warum ist der Blast noch da drin? Für die Strix? Ich glaube, man weiß nicht, wie viel Blau da jetzt drin ist. Man hat Blau gesehen, und zwar den Typen. Und man kennt ja auch sein, dass auch sowas wie Summelty gespielt, wo einfach nur kein Blau gezogen wurde. Und es sind auch immer blaue Länder auf dem Feld gewesen. Boah. Auf 7 Leben runter. Das kann sogar mit Racen tatsächlich noch echt gut werden. Das kann. Das Ponder? Das Ponder. Ponder, dann nimmst du das Land, fetchst den Schrott weg. Yes, auf 6 Leben runter. Das ist. Weil wenn jetzt. Aber es ist halt die Frage, du kannst den Uro einfach aus dem Friedhof casten, ne? Der gibt dir halt zumindest Leben. Die brauchst du jetzt, weil jetzt den Ponder, der nützt dir nichts. Außer also du findest einen Removal. Ne, ich glaube, du musst tatsächlich. Du musst auf den Uro nehmen. Ja. Boah. Der Uro im Friedhof ist hier sehr, sehr wichtig, denke ich. Ansonsten, ich meine, man geht dann hoch auf 9 Leben, man haut mit beiden. Uro kann ich blocken. Stimmt, die haben ja Menace. Die haben Menace. Du klopfst immer jede Runde 6 und Uro kriegt halt 3 Leben. Drei, das heißt, du raced trotzdem. Richtig, solange kein Removal dann noch dazu kommt. Weil das ist ja aktuell das Problem. Wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Top-Deck, Swords into Land, into Swords ist, das ist doof. So, jetzt schmeißt du das Ponder noch, oder ne? Ja. Okay. Dann Faked Swords. Ja. Und auf 3 ist noch ein Land. Wasteland. Für 3 Mana. Kann ja dann nur. Ja. Hier wird angeboten, welche Karte man spielt. Weil man keine Ahnung hat, was man spielen soll. Okay. Das ist Force of Will wert. Deswegen hat man das Ponder nicht gespielt. Ja, stimmt. Aber sind beide Karten mächtig genug, als dass man sie. Das eine war jetzt ein Skyclave. Genau, Skyclave Apparition. Und der andere dürfte, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, weil ich es nicht hochgehoben, dürfte der blau-weiße Flicker-Typ aus. Ach, der Orts of Pontiff. Nicht der Pontiff, sondern. Soulhörder. Soulhörder sein. Ja, der macht natürlich auch eine Menge. Ja, Soulhörder hätte hier sogar geredblastet werden können. 5. Ja, 5. Card Draw. Landdrop hat man. Ich glaube, das ist ein Sword auf der Hand oder zumindest ein Ending. Das ist ein Ending. Rot, blau, grün, weiß, Ending. Ja, und dann wird es halt schon wieder problematisch, weil jetzt machen wir nur noch 3 Damage gegen 3 Damage. Jetzt muss man halt langsam was machen. Ja, und kriegt die ganze Zeit 6 in der Fresse. Ja. Das ist ein. Ne, ist einfach 2. Was ist denn das? Das sieht aus wie 2 Solitude, aber es kann. Ne, das eine ist ein Solitude und ein. Das ist ein Soulhörder. Soulhörder, ja.
Dann End of Turn, Flicker. Flicker. Dann nimmst du den roten Blast raus. Ja. Das war gut, da wurde das Mana falsch getappt. Da hätte man auch für Blau nicht das Red, nicht die Volcanics, sondern den... Das ist die Volcanic fürs Rot. Oder? Grief kostet 4. Grief kostet, stimmt, du musst so oder so Rot wegnehmen. Stimmt, du musst das Rot wegnehmen. So. Das war gut, hier ist schon wieder gefährlich mit 5. Du nimmst einfach das. Kannst hier das Sanctuary nehmen. Sanctuary nehmen, mit Uru angreifen. Nimmst den Blast auf die Hand. Oh ja, das ist gut. Oh ja, das ist richtig gut. Dann ist man wieder in derselben Position. Jupp. Theoretisch könnte man auch das Ponder nehmen und ein bisschen anders stacken. Nee, das ist gefährlich. Man das, geht hier in den. Ja, du kannst jetzt halt auch. Nimmst du den Blast oder nimmst du... Ja, wenn du sowieso den Kleinen wegnimmst. Ja. Ja, Draw und der Red Blast. Das ist eine schöne Sequenz mit Uro und den Sanctuaries, muss man sagen. Einfach. Ja. Vor allen Dingen kannst du ja auch theoretisch so sequenzen, dass du das durch die Trigger von Uro machst. Ja. Deswegen. Es ist halt... Das muss man halt auch noch zum Blocken wahrscheinlich aufbehalten. Look. Ja. Da ist nicht gut. Nee. Da ist ein Ponder, noch ein Uro und ein Fetchland. Nicht so geil. Ponder auf die Hand, Fetchland oben drauf, Fetchland mit Uro rein. Den anderen brauchst du nicht. Ja, geht so. Kann auch bieten, Block. Und das Problem ist, jetzt hat man das Solitude zwar auf der Hand. Aber nicht genug Mana. Aber selbst wenn man jetzt das fünfte Mana zieht, weiß ich nicht, wie gut das ist. 1, 2, 3. Das ist halt schon Schrott. Volcanic und ich glaube ein Ding Removal. Rainstorm. Hm. Okay, kannst halt wegfetchen. Ja, kann man den Schrott. Nächsten Zug machen dann. In Land gezogen. Nee. Kein Land. 2-0 Blue Control. Schade. Boah. Aber stark gemacht. Wirklich stark gemacht. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.